Tja, da steht er nun vor uns, Hugo Strange. Naja, nicht ganz vor uns, aber da oben, da ist der und den schnappen wir uns nachher gleich. Aber zuerst hole ich mir noch die kugelsichere Weste hier. Kugelsichere Panzerung 4.0, dann haben wir die auch noch voll aufgefüllt. So, Strange, ich komme jetzt zu dir. Jetzt wird abgerechnet. Du meinst, du bist da drin sicher, was? Ah. Ja, schüttel du noch Vielleicht den möchten Kopf. Sie hier sterben, Mr. Wayne. Das ließe sich einrichten. Oh, hier ist ein Alarm. Das passt auch nicht. Das passt auch nicht. Das passt irgendwie auch nicht. Vielleicht hier was anderes? Die zerschmetterten Körper, die Sie in dem Raum zurückgelassen haben. Sie haben nicht gewonnen. Sie können nicht gewinnen. Ich, Hugo Strange, bin Ihr Nachfolger. Ich habe Gotham gerettet. Was für ein Psychopath! Oracle, schalte hier alles aus. Mit Vergnügen. Du hast alles ruiniert. Nehmen Sie Ihre Hände weg! Sehen Sie, was Sie getan haben! Das ist großartig, nicht wahr? Ja? Ja! Sie sind erledigt, Strange. Ich habe mächtige Freunde, Batman. Das ist erst der Anfang. Niemand wird mich aufhalten. Schon bald werde ich Armeen befehligen, die ihr euch nicht mal vorstellen könnt. Ich habe erreicht, was der große Batman nie erreichen konnte. Ganz Gotham wird mir danken. Mir, Hugo Strange! Ra's al Ghul. Ihr Auftritt ist jetzt beendet, Professor Strange. Wieso? Ich habe getan, was Sie wollten. In der Tat. Sie haben deutlich gezeigt, dass Sie Batman in jeder Hinsicht unterlegen sind. Lass ihn sterben, Detective. Er war deine Marionette, Ra's. Wieso? Sie sagten, ich würde Ihr Nachfolger. Das war unsere Vision. Und Sie haben es nicht zu Ende gedacht. Aber... Als Sie kamen, um mir Batmans Identität zu verraten, gab ich Ihnen die Chance, Ihren Wert unter Beweis zu stellen. Und nicht nur das, sondern auch unbegrenzte Ressourcen für Ihren Plan. Sie sind dem Ziel sehr, sehr nahe gekommen und dennoch haben Sie mich enttäuscht. Er wird sterben, Ra's. Er braucht Hilfe, und zwar sofort! Tu, was du willst, Detective. Für mich ist er längst tot. Ich bin so nah dran. Geben Sie mir etwas mehr Zeit. Zu spät. Keiner erhält von mir eine zweite Chance. Das ist ein guter Tag, Detective. Gut? Es werden Menschen sterben. Die Welt vermisst sie nicht. Wieso solltest du es tun? Betrachte mein Werk. Du magst Strange besiegt haben. Aber das ist nur der Anfang. Komm mit mir. Gemeinsam werden wir diese Welt bereinigen. Niemals! Du irrst dich, Ra's. Du bist zu dem geworden, was du bekämpft hast. Und ich werde dich aufhalten. Das bezweifle ich. Computer, aktiviere. Protokoll 11. Was tun Sie da? Zugangscode Wayne. Nein! Halt da! Nein, nein, nein! Ra's, du dreckiger kleiner Mistkerl! Das tut weh. Bruce, alles in Ordnung?
Der Turm ist explodiert. Ich hab's gemerkt. Ein Glück, dir geht's gut. Ra's al Ghul war die geheimnisvolle Macht hinter Hugo Strange. Das alles war Teil seines Plans. Machst du Witze? Wo ist er jetzt? Sagen wir es so, er wird einen Ausflug zur Lazarusgrube brauchen. Hallo? Ist da jemand? Ich melde mich später. Es passiert gerade was. Hallo, Batman. Ich weiß, dass du mich hörst. Hoffentlich habe ich keinen schlechten Zeitpunkt erwischt. Ich hatte solche Angst davor, dass du mich vergessen könntest. Sieh dir mal deine Freundin an. Wie du sehen kannst, läuft sie Gefahr, ihr hübsches kleines Gehirn überall auf dieser Kamera zu verteilen. Ignoriere ihn, Liebster. Lass ihn sterben. Ah, wie romantisch. Das Blöde daran ist nur, dass es mir nie besser ging und du mich einfach nicht ignorieren kannst. Oder doch? Hör zu, Batman. Ich stell für dich eine kleine Show auf die Beine. Das wird der absolute Hammer. Ein echter Straßenfeger. Du solltest dich aber beeilen. Lässt du dir zu viel Zeit, liegt die Hauptdarstellerin nachher noch tot in ihrer Umkleidekabine. Der kranke Clown ist wieder unterwegs. Nehmt Joker das Heilmittel ab. Alle Flugeinheiten sofort umkehren. Angriffe abbrechen und sofort zur Basis zurückkehren. Wiederhole, sofort zur Basis zurückkehren. Tja, das war's eben noch nicht. Der Joker ist immer noch unterwegs. Und auch wenn wir Strange jetzt besiegt haben, reicht das so nicht. Es ist Batman. Wow, wie viele Scharfschützen sind denn hier, Mann? Alter, wie krass. Alter, hallo? Das war mies. Das sind ja sehr viele Scharfschützen. Solltest du nicht eigentlich stehen und versuchen, mich aufzuhalten? Ich hab's doch versucht, aber ich hab versagt. Naja. Dann versuchen wir es halt nochmal, denn das ist ja ein Videospiel und da können wir sowas. Der arme Ra's, der hat sich selbst gerichtet. Wobei, tot ist er wahrscheinlich nicht. So, dann wollen wir das nochmal versuchen. Ich muss hinter die Scharfschützen gelangen am besten. Alle Flugeinheiten sofort umkehren. Angriffe abbrechen und sofort zur Basis zurückkehren. Wiederhole, sofort zur Basis zurückkehren. Mal gucken, da hinten ist auf jeden Fall noch eine. Ist das der hinterste da unten? Schalte mal den hier aus. Oder? Oder vielleicht den da drüben. Das ist einfach nur unhöflich, Batman. Ich habe im Kino so ein tolles Programm für dich zusammengestellt und du kommst nicht einmal. Ich bin ja da. Lass mir nur etwas Zeit, um deine Scharfschützen auszuschalten, Joker. Als nächstes den hier. Hoffentlich sieht mir der andere da drüben nicht, aber das sollte funktionieren. So. Dann würde ich sagen, als nächstes den. Dreh dich nicht um, Kumpel. Sehr gut. Dann den hier. Deine Herzensdame wartet. Ich komme ja schon. Hab nur noch etwas Geduld, Joker. Muss mich ja nicht so stressen. Oh nein, da zielt einer hier rüber, oder? Ja, der zielt hier rüber. Das ist natürlich blöd. Das ist natürlich sehr, sehr blöd. Muss mal da nach oben. Komm schon, Batman. Komm schon. Dann halt nicht. Dann halt hier rüber. Ist auch okay. Dann müssen wir mal gucken, wo die restlichen Scharfschützen sind. Da zieht noch einer rüber.
Da drüben sind auch noch zwei. Wo steckst du, Batman? Ich glaube, ich schalte... Oh. Achso, das ist der da drüben. Okay, dann schalte ich am besten den da hinten aus. So. Und jetzt sollten wir den hier kriegen. Ohne dass mich jemand sieht. Der da bemerkt natürlich nicht, dass der Strahl weggeht von dem anderen. Das ist natürlich gut. Jetzt haben wir... Oh, da unten sind auch noch zwei. Jetzt haben wir den. Okay, dann schalten wir, glaube ich, jetzt den da hinten aus. Den hier unten. Ich glaube, das ist das Beste. Und dann muss ich gucken. Ich glaube, dann ist am besten der da drüben. Sehr gut. Oh, da unten sind auch noch Leute, nicht nur Scharfschützen. So, jetzt auf jeden Fall den da oben. Wir kriegen sie alle. So weit, so gut. Wieso lässt du... Wir sehen uns bald. Bis dann. Die gehen rein, okay. Die Scharfschützen zielen jetzt da unten. Okay, dann mache ich das so. Nee, Mist. Ah, fuck. Hat nicht ganz geklappt. Da sind wirklich nur noch die zwei, ne? Ja, es sieht so aus. Wo steckst du, Batman? Ich hab deine Karte für so. Die Premiere hier in meiner Tasche. Ja, ich komme gleich, Joker. Muss nur noch den hier ausschalten. Yeah, das war doch mal sehr souverän, oder? Da müsst ihr zugeben, das war nicht schlecht. So, hier kommt Joker. Was ich hier überhaupt hineinkomme. Hallo, ah, ja. Batman. Hallo, Joker. Beeil dich und setz dich, Batman. Die Show wird in Kürze beginnen. Lass uns darüber reden. Jetzt willst du plötzlich reden? Zu spät, Batman. Her mit dem Heilmittel! Du hast das Heilmittel längst. Talia, nein! Oha! Problem gelöst. War es das etwa mit dem Joker jetzt? Das war nicht nötig. Wieso? Du hättest es nie getan. Ich hatte keine Wahl. Man hat immer eine Wahl. Ich musste dich retten. Harley Quinn hat es für ihn gestohlen. Ich hab's zurückgeholt. Es ist vorbei. Überraschung! Oh, Mr. J, du siehst toll aus. Klingeling. Wie hält man etwas vor dem größten Detektiv der ganzen Welt geheim? Weißt du es? Man platziert das Geheimnis direkt vor seiner langen spitzen Nase und wartet. Ja, Joker will, dass man ihn für krank hält. Bums, erwischt. Bist auf den alten, falscher Joker-Witz reingefallen, Batman. Talia! Verzeih, Geliebter. Ich wusste es nicht. Da Capo, weiter! Bravo! Das warst gar nicht du. Nicht immer, naja, manchmal. Verwirrend, nicht wahr? An deiner Stelle würde ich bestimmt gerne wissen, was zum Teufel hier los ist. Sagen wir so, in Augenblicken wie diesen ist es wichtig, den Anschein zu wahren. Aber vorher, sei doch so nett und gib
mir mein Heilmittel. Nur heute Abend als Vertretung von meiner Wenigkeit. Ein Mann, der einen verdammt guten Job macht, wenn ich das mal so sagen darf. Meine Damen und Herren, ich präsentiere Clayface! Du warst doch hier gar nicht eingesperrt, Carlo. Warum hilfst du dem Joker? Ganz einfach. So eine Rolle kriegt man nur einmal. Eine letzte Chance. Oh, Kopf hoch, Bats! Der letzte Akt beginnt! Und der wird echt irre. So, au, wie besiegen wir den am besten? Mit dem Freeschuss auf jeden Fall. Frieren wir den Dreckskerl ein. Wow. Alter Schwede. Ach ja, vielleicht haben wir ja noch, ne? Eine Info zu Clayface? Nee, haben wir nicht. Ja, wahrscheinlich erst nach dem Kampf. Nimm das. Hier, nimm das. Komm schon, frier ein. Oh, das hätte ich abwehren können. Mist. Wow, 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 wow. Übertreib mal nicht, Junge. Hey, da steckt noch das Schwert. Wow. Au, das hat weh. Greif noch mal so an. Wow. Wow. Bringt das denn was, wenn ich die ganze Zeit so Eis auf ihn haue? Oder bringt das letzten Endes gar nichts? Du triffst mich nicht, du triffst mich nicht, du triffst mich nicht, du triffst mich nicht. Bist du dumm? Boah! Hab nichts gesagt, Kumpel, hab nichts gesagt. Ach ja, dann nimmt eine Leiste ab. Sehe ich erst jetzt. Dann ist er gut. Dann scheint das zu funktionieren. Immer mehr Free-Schüsse werfe ich auf ihn. Aber er gibt nicht auf. Boah! Hat er mich einfach mal überrollt. Nimm das. Oh! Das hat weh. Aber ich gebe nicht auf. Du wirst nicht gewinnen. Ah, ich habe es noch geschafft auszuweichen. Es sah nämlich nicht danach aus. Oh. Dafür habe ich es jetzt nicht geschafft. Nein. So nicht, mein Freund. So nicht. Nein, Hilfe. Blöde Kugel. Na, so schwer ist er bis jetzt ja nicht. Hilfe. Hilfe, Hilfe. Komm schon, gib doch auf. Viel hast du nicht mehr. Wie viel denn noch? Aha, aha. Gibst du auf, Kumpel? Oh, er ist vereist. Du sollst Batman umlegen. Hast du das schon vergessen? Hör, als ob er das könnte. Das ist geschummelt. Nix da. Zack, zack, jetzt zerschnetzeln wir ihn. Ich schneide ihn in Stücke. Nö, jetzt muss ich das Ganze nochmal machen. Oh, jetzt dreht er ab. Hilfe! Steh nicht einfach so rum! Jetzt das Ganze nochmal oder was? Au. Okay, er ist ein bisschen stärker als vorhin. Jetzt will er es wissen. Aber ich auch. Wow! Ja, oh, au! Das war nicht nett. Das war gar nicht nett, Kumpel. Übertreib mal nicht so. Nicht mit mir, nicht mit mir. Au, wie soll ich denn dem ausweichen? Trifft mich ja trotzdem, trotz Ausweichen. Huch. Okay. Hm. Gut zu wissen, dass er da reinrollen kann. Da bei den Türen, das habe ich gar nicht gesehen. Au, er hat mich trotzdem erwischt. Ich hoffe, es explodiert nicht, wenn er da drauf schlägt. Aber er soll mal hier hin. Mist. Ich wollte eigentlich, dass er da hinrollt. Hör auf, bitte, Mist. Au. Aber er hat nicht mehr viel. Komm, roll nochmal. Das war nämlich gut. Das hat, glaube ich, viel abgezogen, oder? Okay, okay, war's das? Ja.
Was ja. machst du da? Holen wir uns wieder das Schwert. Und zersäbeln ihn nochmal. Komm her, Clayface. Ha! Hier! Hua! Cool, oder? Deswegen komme ich noch zu spät zur Massage. Hier komme ich gleich, Joker. Ist ja nicht so, dass es noch eine Dame gäbe, die du retten müsstest, oder? Oh, tut mir leid. Unpassend? Würde ein Tapetenwechsel deinen Schmerz etwas lindern? Joker und seine Tricks, verdammt. Wow. Das war aber knapp. Die Lazarusgrube im Hintergrund. Das Ganze ist noch nicht vorbei. Der scheiß Schlammklumpen lebt natürlich immer noch. Aber wir haben jetzt ein Schwert. Das ist doch auch mal was Cooles, oder? Au. Dafür stelle ich mich ziemlich blöd an mit dem Schwert. Achtung, da kommt ein Monster. Und es hat voll kassiert. Aber ich müsste ein bisschen mehr hier, ne? Abwehren. Aber der schießt ja auch unendlich von den Viechern raus. Au, ich wollte doch schießen. Ja, ich habe ihn getroffen. Aber wie lange geht das noch gut? Wenn ich so weitermache, sterbe ich gleich. Ja, das dachte ich mir. Sieht nicht gut aus für mich. Komm, nimm das. Okay, es läuft ganz gut mit ihm. Aber leider kommen hier immer wie mehr Typen raus und das wird langsam problematisch. Au, jetzt hat er mich erwischt. Au, ich kann nicht mehr aufstehen. Komm schon, schieß. Okay, okay. Das sieht geil aus. Komm schon, hau ihn, Batman. Hallo. Du, in dir drin ist es aber ziemlich eklig. Endlich das Heilmittel. Geh mir aus dem Weg, Bats! Ich habe eine Verabredung mit der Unsterblichkeit. Nichts da, Joker! Wartest du noch? Komm schon! Ich hab deine Freundin umgelegt, Gotham vergiftet und verdammt, es ist noch nicht mal Frühstückszeit! Aber wir alle wissen, dass du mich retten wirst. Alle Entscheidungen, die du je gefällt hast, zogen Elend und Tod nach sich. Menschen sterben. Ich halte dich auf. Du brichst aus und tust es wieder. Sieh es als eine Art Running Game. Jetzt hast du verkackt, Joker. Bist du jetzt zufrieden? Willst du mal was echt Komisches hören? Selbst nach allem, was du getan hast, hätte ich dich gerettet. Das ist allerdings ziemlich komisch.
Das Ende des Jokers. Er tritt mit einem Lächeln ab. Ja, nichts mehr mit Joker. An alle Einheiten, koordinieren Sie. Was zum? Verdammt, was ist da drin passiert? Batman! Was ist passiert? Und das, liebe Freunde, war Batman Arkham City. Wir sind tatsächlich durch. Ich hätte es nicht geglaubt, dass wir dieses Let's Play noch irgendwann mal beenden werden. Und das ist natürlich schon ein verdammt krasses Ende. Sie haben den Joker tatsächlich sterben lassen. Beim ersten Mal spielen war ich da ziemlich geschockt, weil Joker ist halt der Bösewicht. Ne? Der ist der Bösewicht bei Batman und dann lassen sie ihn sterben. Und er ist tot. Joker ist wirklich tot. Das ist halt wirklich krass. Trotzdem, es war ein geiles Spiel mit einer absolut genialen Story. Der Joker war wieder super verrückt. Ich mag diesen Charakter einfach. Dieses Spiel hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe es ja vorher schon einmal durchgespielt. Ich mag Batman Arkham Asylum immer noch ein bisschen mehr, aber auch Arkham City ist total geil mit der offenen Welt. Und es gibt viele Nebenquests. Die Nebenquests sind nicht so spannend teilweise wie das Telefon-Klingeldingens-Suchspiel. Das ist nicht so cool. Und ja, es gibt auch andere Sachen. Aber man findet die teilweise nicht, weil man irgendwie fast per Zufall über die Sachen stolpern muss. Naja. Auf jeden Fall coole Story, coole Charaktere, viele Bösewichte, mehr als im Asylum-Teil, glaube ich. Und das ist schon ziemlich cool. Catwoman als spielbarer Charakter ist auch sehr cool, auf jeden Fall. Ich muss sagen, die deutsche Synchro ist verdammt gut. Meistens richtig besetzt, nicht ganz überall. Manchmal ist sie nicht so toll. Bei den Gangstern, bei den Handlangern, hätten sie vielleicht noch zwei, drei mehr Stimmen einsetzen können. Da gab es nicht so viele unterschiedliche. Trotzdem muss ich sagen, hier muss man einfach die deutsche Synchro loben, denn die war wirklich gut. Gerade der Joker hat mir sehr gut gefallen. Auch wenn der im Englischen von Mark Hamill gesprochen wird, dem Luke Skywalker, also der Luke Skywalker gespielt hat, finde ich eigentlich noch geiler, wirklich. Müsst ihr euch mal anhören, aber auch die deutsche Synchro hier von Joker und so haben das sehr gut gemacht. Das war leider das letzte Spiel. Wir haben einen verpassten Anruf. Oh. Seitdem vergangene Zeit. 3 Stunden. Aha. Soll ich das jetzt laufen lassen oder soll ich drüber quatschen? Ich lasse es mal. Understand.
Sehr, sehr schön, muss ich schon sagen. War's das? Ah, scheint, das wär's das gewesen. Okay, was ich sagen wollte, das ist leider das letzte Batman Arkham Spiel von Rocksteady. Das Batman Arkham Origins wurde von einem anderen Studio entwickelt, soll aber ja trotzdem toll sein. Trotzdem großes Lob an Rocksteady. Die haben ja halt mit Batman Arkham Asylum und City haben sie diese ganzen Superheldenspiele und so, dieses ganze Zeugs vom Filmabklatsch und so, das nicht gerade gut war, haben sie hier einfach extrem nach oben gehoben, muss ich mal sagen. Natürlich ist das jetzt nicht nach einem Film, aber es war einfach wieder ein Superheldenspiel. Also ich rede jetzt von beiden, also beides waren Superheldenspiele, die einfach wahnsinnig gut waren. Da kam plötzlich einfach Arkham Asylum und das Teil hat eingeschlagen wie eine Bombe und auch zu Recht, denn in der Masse dieser allen Superheldenspiele, die teils echt richtig grausam schlecht sind, war Batman Arkham Asylum einfach fantastisch und der Nachfolger Batman Arkham City war einfach auch nur grandios, kann man einfach nicht sagen. Als Fan kann man hier natürlich bedenkenlos zugreifen. Ich glaube, hier wird jeder irgendwo zufrieden sein. Es wird halt viel auf die Charaktere eingegangen. Es gibt so viele Charaktere, auch ein bisschen unbekanntere Batman-Charaktere, die eben in den Filmen jetzt nicht unbedingt vorkommen, die aber trotzdem cool sind, wie der Mad Hatter. Der ist total cool, wie ich finde. Den mag ich ja irgendwie. Ich mag das. Ich muss sagen, das finde ich halt richtig cool. Das sind einfach tolle Spiele. Haben ein verdammt gutes Kampfsystem, das sie da eingeführt haben. Das funktioniert einfach super gut. Gibt's eigentlich auch nicht wirklich Probleme. Es macht richtig Spaß. Die Wahl zwischen Schleichen und ein bisschen rabiat vorgehen macht auch Spaß. Das Schleichen funktioniert nämlich sehr gut. Man kann sich da wirklich anpirschen, die verschiedenen Gadgets zu nutzen. Und man fühlt sich halt wirklich als Batman in diesem Spiel. Ja, man fühlt sich nicht übermächtig, aber das ist eben auch ein guter Mix. Selbst wenn man so viele Gadgets hat, sind sie so begrenzt, dass man halt nicht übermächtig wird. Man verliert halt immer noch, wenn man blöd vorgeht und so. Das haben sie sehr gut hingekriegt, eine sehr gute Mischung, wie ich finde, vom logischen Aufbau her. Ja, die Knarren sind da immer noch so ein bisschen stärker und können uns was anhaben. Auf jeden Fall, was gibt's denn noch zu sagen? Tolle Grafik, auf jeden Fall, die Grafik finde ich sehr passend. Ein bisschen störend ist, dass sie sich eben, aber ich glaube, das liegt an der Engine, dass sie sich eben teilweise erst mit der Zeit aufbaut. Ne? Das hat man ab und zu gesehen, dass die Grafik sehr unschön war und die hat sich dann so Stück für Stück erst aufgebaut, bis sie dann wieder aussah, wie sie eben aussehen sollte. Das sah man vor allem manchmal so am Anfang von Zwischensequenzen. Zum Beispiel als Batman im Stahlwerk unter den Trümmern lag und Catwoman ihm helfen wollte. Ja? Zuerst mal zur Ankündigung. Wir spielen ja nachher Batman Arkham Origins, weil ich das ja selber auch noch nicht gespielt habe und ich einfach richtig Bock drauf habe. Aber wir haben gerade jetzt 35 oder 36 Folgen Batman hinter uns. Das heißt, ich werde zuerst ein ganz kleines anderes Spiel spielen. Nur so als zwischendurch, ne? Damit wir ein bisschen von dem Batman mal schnell eine Pause kriegen. Wird auch nicht so ein langes Projekt. Vielleicht 13, 14 Folgen. Ich weiß es noch nicht genau. Wir werden sehen. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Spiel. Ich habe es leider schon als Let's Play gesehen. Aber selbst noch nicht gespielt. Und ich habe mir halt das gekauft, weil ich es selber spielen wollte auch, aber weil das so ein geniales Spiel ist, es ist wirklich ein fantastisches Spiel, dachte ich mir, nee, also irgendwie muss ich euch das zeigen, weil es ist halt einfach
so schön. Und es wird auch ein bisschen anders sein, es selbst zu spielen, weil es mit einer interessanten Steuerung daherkommt. Naja, ihr werdet es ja dann sehen, das beginnt jetzt vielleicht nicht gleich morgen oder übermorgen. Ich versuche das so schnell wie möglich rauszuhauen, aber es kommt auf jeden Fall, ja, nach diesem Let's Play hier. Ich muss dann gucken. Ich werde es auf jeden Fall bei Facebook... Nee, ich werde es nicht ankündigen. Ja, ich werde es einfach sehen. Einfach, wenn ihr bei Facebook guckt, wird es irgendwann veröffentlicht. Und sonst guckt ihr halt auf YouTube. Wird schon kommen. Und es wird ein richtig schönes Spiel. Da könnt ihr auch, euch auf was freuen. Dann haben wir, ich weiß gar nicht, ob Harveys neue Augen immer noch läuft. Nach Harveys neue Augen kommt auch noch was Kleines. Nur was Klitzekleines. Was ich einfach Bock hatte, dass... wird vielleicht ein bisschen peinlich, ich weiß es noch nicht, aber wird halt trotzdem gespielt. Und dann, bei Ni no Kuni geht es ja langsam auch zu Ende, da gibt es vielleicht noch drei, vielleicht höchstens vier Folgen, würde ich mal sagen. Und ich weiß jetzt nicht, ob die andere, die ich gemacht habe, schon draußen ist, dann gibt es vielleicht noch zwei oder drei Folgen. Na, also da sind wir auch bald durch. Dann starten wir endlich mit Final Fantasy VII wieder durch, damit wir das auch endlich abschließen können. Es wird ja auch langsam Zeit. Dann können wir uns nachher auch ganz, ganz frischen Projekten zuwenden. Bei der PS4 dann sicher auch bald mal. Da muss ich mir immer noch ein paar Geräte kaufen, was ein bisschen ankackt, dass da alles wieder ein bisschen anders ist. Aber naja, so ist das eben, ne? Kann man nichts machen, aber dann können wir auch endlich Battlefield spielen und vielleicht noch ein paar andere Spiele. Es gibt zwar noch nicht so viele, aber im Store gibt es einige ganz coole, die ich momentan sehr gerne spiele. Eins davon will ich eigentlich auch ganz gerne mal Let's Playen. Vielleicht nicht ein Riesen-Let's Play, vielleicht ja doch, ich weiß nicht, je nachdem wie es ankommt, aber vielleicht so ein Let's Test zumindest. Ja, wir werden es sehen. Da wird auf jeden Fall noch einiges kommen. Es gibt ja genug Spiele auf dieser Welt. Ach ja, Remember Me haben wir auch noch am Laufen, ne? Ja, das könnte sogar noch laufen. Ich dachte, das wäre viel kürzer, aber das Spiel geht doch länger als gedacht. Ist aber auch ein sehr cooles Spiel, also es macht mir echt Spaß. Und... ja, was nach Remember Me kommt, vielleicht mache ich in Zukunft nur noch zwei Let's Plays. Oder zwei und ein kleines. Ich weiß noch nicht, wie ich das regeln werde, weil in Zukunft muss ich das ein bisschen anders regeln. Weil, ja, weil Sachen und so. Und ja, ihr werdet es dann schon sehen, wie ich das regle. Mindestens zwei werden es auf jeden Fall, das habe ich mir vorgenommen, damit ein bisschen Abwechslung immerhin herrscht, für die einen das und für die anderen das andere und vielleicht eben was Klitzekleines zwischendurch, was nicht immer kommen muss. Oder vielleicht einfach mal ein paar Let's Tests zwischendurch, wäre auch nicht schlecht, aber auf jeden Fall wieder Bock ein bisschen mehr Horror-Games zu zocken. Da wird im Februar, Anfang Februar Outlast kommen. Wobei ich vielleicht bis dahin die Aufnahmegeräte für die PS4 noch nicht habe. Aber im Februar möchte ich wirklich mit Outlast dann starten auf der PS4. Da habe ich richtig Bock drauf. Und halt einfach kleinere Horrorspiele, wieder Indie-Horrorspiele. Da muss ich mir mal wieder ein paar aussuchen. Da hätte ich jetzt echt Bock drauf wieder mal. Na, da haben wir uns ja gut amüsiert. Da gab es ein paar coole Projekte, wie ich fand. Habe ich mich auch ganz schön eingepisst teilweise. Ja. Ja, mal gucken, was da noch so kommt. Und die Credits bei Batman schon wie im ersten Teil, die gehen ziemlich, ziemlich lange. Und ich weiß jetzt eigentlich nicht mehr, was ich hier sagen soll. Die Folge wird sicher knapp eine Stunde lang hier, denn nach dem Abspann hier wird es noch nicht vorbei sein. Wir machen noch, also wir gucken uns noch ein paar Sachen an. Da ist natürlich die Frage noch offen, wollt ihr überhaupt noch mehr sehen? Wir könnten natürlich jetzt noch die Nebenquests machen, wenn ihr Bock habt. Muss ganz ehrlich sagen, weiß nicht, ob wir die wirklich machen sollen. So interessant sind die jetzt auch nicht. Ich habe zwar einige davon nie beendet, darum weiß ich nicht. Vielleicht werden sie ja noch interessant, aber dann müsste ich halt viel suchen und viel da Zeit investieren. Und das dann auch ein bisschen zusammenschnippeln, weil sonst wird es wahrscheinlich ganz schön langweilig. Und ja, ich weiß noch nicht. Aber ihr könnt mal schreiben, wenn ihr Bock habt, da noch mehr zu sehen, dann... okay, dann werde ich mal gucken. Vielleicht werde ich es ja machen. Ja, gibt es sonst noch was zu sagen? Ich weiß gerade nicht. Ach ja, da gab es doch noch einen Typen, oder? Genau, den haben wir ja gar nicht mehr getroffen, den unbekannten Typen. Ne? Wo ich die ganze Zeit gesagt habe, das ist der und der Typ dabei.
war es dann immer jemand anderes. Ja, wie hieß der Typ schon wieder? Ich hab's vergessen. das war, ich kenne mich mit dem Typen nämlich nicht so aus. Ich bin da nicht so bewandert im Batman-Universum. Ich kenne mich da zu wenig aus. Ich habe auch keine Comics gelesen. Ich mag zwar Batman sehr gerne, ist auch irgendwie einer meiner Lieblings-Superhelden, wobei er ja fast ein Anti-Held ist. Aber ja. Ja, ihr müsst das wahrscheinlich selbst gucken. Oder soll ich das jetzt schnell nachgucken, wie der hieß? Ich hab den Namen vergessen, ist. Ach ja, das war, genau, jetzt hab ich's. Es war Azrael, genau. Tja, wer ist denn dieser Azrael, ne? Also das war jetzt eben der Typ, den wir, wo war das, vor dem Gericht gesehen haben, ne? Der da so ein Zeichen gesetzt hat. Und ich glaube, es gibt auch eine Comicserie über ihn, da bin ich mir jetzt gar nicht mal sicher. Und ja, was er genau im Spiel zu suchen hat, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so ganz. Das müsstet ihr dann selber nachgucken, aber es war auf jeden Fall Azrael hieß der Typ. Da müsstet ihr vielleicht mal selber nachlesen oder ich guck mal selbst nach. Was hat denn der mit Batman überhaupt zu schaffen? Mal gucken, ne? Da steht nicht viel. Aha, er ist ein Beschützer der Armen und Unschuldigen und verdingt sich als Auftragskiller von Bruce Wayne. Dann bringt er zum Beispiel den Terroristen Bane oder so zur Strecke. Das ist ja sehr interessant. Okay. Ja, er hat auch Ra's al Ghul getroffen und so. Ach, das ist sehr interessant. Der Auftragskiller von Bruce Wayne. Naja, vielleicht könnt ihr mir noch mehr zu ihm in die Kommentare schreiben, wenn ihr da ein bisschen mehr Ahnung habt als ich. Dann kann ich mir das ja mal durchlesen und ich könnte mir mal genau erklären, wer denn wirklich dieser Azrael überhaupt ist, was er denn da zu schaffen hat. Was er jetzt hier zu schaffen hatte, weiß ich nicht genau, was es gebracht hätte, wenn wir ihn jetzt verfolgt hätten. Könnten die Credits mal durch sein, bitte? Kann ich die überhaupt überspringen? Wobei, das mache ich eigentlich ungern. Nee, das machen wir nicht. Ich würde einfach fast sagen, dass ich die jetzt da durchrauschen lasse und mich nachher wieder melde. Ja, ich glaube, wir machen es so. Oder besser gesagt, ich bedanke mich zuerst mal an dieser Stelle schon mal. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Also vielen Dank fürs Zugucken hier bei Batman Arkham City. Hat mir wieder eine Menge Spaß gemacht, wie schon beim ersten Teil. Und, ja, der erste Teil, das war mein erstes Let's Play. Scheiße, ist das lange her und scheiße, war ich da schlecht und war die Technik schlecht und Mann, da habe ich irgendwie alles verkackt. Vom Format her bis zum Ton her war da alles schlecht. Ich werde es aber nicht neu hochladen und aufnehmen, weil, hey, so waren eben die Anfänge. Das ist jetzt ein bisschen peinlich, sehr peinlich, vor allem meine Stimme damals finde ich extrem peinlich, wie ich da geredet habe. Aber so war das halt damals, ne? Oh Gott, ey, ich soll es vielleicht doch neu machen. Nein, ich lasse es einfach mal sein. Damit wir uns auch neuen Projekten zuwenden können, weil es einfach so viel Neues gibt. Ja, also vielen, vielen Dank hier fürs Zugucken, fürs Kommentieren, fürs Bewerten. Es ist immer wieder toll mit euch. Und es freut mich halt, dass wir jetzt schon 114 Leute sind hier. Das ist ganz schön krass und das Abo-Special wird wahrscheinlich immer noch nicht draußen sein. Das ist bei mir immer so ein bisschen schwer, weil ich nur einen PC habe. Und da habe ich nur ein Programm zum Schneiden, auch nicht so ein gutes. Und ja, ich bin immer so ein bisschen knapp mit den Folgen dran. Und die haben dann vielleicht 4 Stunden zum Rendern und Hochskalieren auf Full HD. Das heißt, ich kann in dieser Zeit nichts schneiden.
Und das heißt, ich kann nicht am... Oh, wir sind bald mit den Credits durch. Ich kann in dieser Zeit nicht am Abo-Special arbeiten. Ich versuche immer wieder mal ein bisschen durch die Nacht daran zu arbeiten. Und mir wird immer wieder... Nee, das kann ich jetzt nicht sagen, dann verrate ich ja, was es ist. Aber ich versuche das so schnell wie möglich rauszuhauen. Neues Spiel Plus. Das ist einfach, wer das noch nicht kennt, Neues Spiel Plus. Kann man einfach die Story nochmal spielen mit allen Gadgets. Zumindest ist das sonst in den anderen Spielen immer so. Alternative Batman-Kleidung. Du kannst heruntergeladene alternative Bekleidung für Batman jetzt in der Hauptgeschichte und bei Neues Spiel Plus tragen. Okay. Jetzt haben wir schon 45 Minuten. Mann, das ist ein krasser Abschluss. Es ist noch nicht vorbei. Zeit, meine Sachen einzusammeln und aus dieser verdammten Stadt zu verschwinden. Oh, Catwoman, na? Ist auch noch da. Komm, das ziehen wir jetzt gleich durch in dieser Folge, würde ich sagen, oder? Dann dauert diese Folge halt ziemlich lange, aber hey, ist auch mal okay. Ja, voll an die unsichtbare Mauer gesprungen. Ja, ohne Joker ist es voll langweilig, was? Da sind nur zwei, das sollte ich eigentlich schaffen. Komm schon, komm schon. Schnell da rüber. Au, komm schon. Hau doch zu. Wow, das war ziemlich knapp. Das war verdammt knapp. Wo gehst du denn hin? Wo muss ich überhaupt hin? Das ist die Frage. Muss ich da runter? Muss ich ins Gerichtsgebäude? Nee, ich glaube nicht. Ich muss nach Hause wahrscheinlich. Ja, irgendwo da hinten. Fliehen wir auf jeden Fall auch als Arkham City. Es reicht hier. Ich finde es auch so krass, wie sie das geschafft haben, dass der Tod Jokers irgendwie doch traurig rüberkommt. Der war ja ein Arsch, aber irgendwie war es doch traurig mit der Musik und so. Nein, das wollte ich nicht. Home sweet home. Huch! Aua! Ist Catwoman jetzt etwa auch tot? Ist sie tot? Sekunde, sie wacht auf. Verdammt, natürlich ist sie noch nicht tot. Leg sie nochmal um. Leg sie nochmal um. Ja, versucht das mal. Das wird euch nicht gelingen, Leute. So, jetzt gibt's eins auf die Nuss. Ihr wolltet mich echt in die Luft sprengen, die Assis, was? Ah, Mist, das reicht nicht. Ja, sie hat ziemlich lange, um die auszuschalten am Boden, leider. Und ein Küsschen für den Herrn. Au! Muss ein bisschen aufpassen hier. Die halten leider ziemlich viel aus mittlerweile. Ja, ja. Schnauze, es sind nur noch zwei. Das sollten wir eigentlich schaffen. Komm her. So. Hat man leider nicht gut gesehen. Mann, diese Assis. Wo sind meine Sachen? Sag es mir, oder ich nehme dich Stück für Stück auseinander. Two-Face hat sie. Er ist im Museum, okay? Danke. Ah, dieser Two-Face. Naja, dann machen wir halt wirklich heute... Du hast dich also entschlossen, zurückgekrochen zu kommen, Harf. Schade. Ach ja, dann muss dir dieses Kätzchen wohl ein für alle Mal Manieren beibringen. Tja, dann machen wir heute wirklich eine megamäßige Überlängenfolge. Als Abschluss. Na, weil ich finde, das bringt es jetzt nicht, das nochmal aufzuteilen. Ihr könnt das ja dann nacheinander gucken. Vielleicht in der Hälfte einfach mal stoppen. Wobei, jetzt dauert es wahrscheinlich sowieso nicht mehr lange. Wenn ihr bis hierhin geguckt habt, könntet ihr eigentlich auch noch den Rest gucken. Naja, macht was ihr wollt. Ich mache jetzt einfach eine extra lange Folge draus. So, weil ich glaube, wir müssen nur noch zu Two-Face und dann müsste es das gewesen sein eigentlich. Höpp, höpp, höpp. So, beeil dich mal, Catwoman. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Diese Folge geht schließlich schon 49 Minuten. Wobei, ich habe ja angekündigt, könnte etwa eine Stunde dauern. Und wenn ich das jetzt so sehe, ich wusste gar nicht mehr, dass wir noch mit Catwoman fliehen müssen, dann könnte es wirklich eine Stunde dauern. Da unten will ich jetzt nicht unbedingt hin. Muss ja nicht gegen jeden Typen kämpfen. Wir sind Menschen, oder? Sie können
könnten uns wenigstens Essen geben. Lalalala. Hier seht mich nicht. So, schnell mal weg hier. Wenigstens versucht uns heute keiner umzulegen. Das war nicht schlecht, oder? Einfach mal da vorbeigeschlichen. Sind denn hier unten auch Leute? Natürlich sind hier unten Leute. Wen muss ich hier umlegen, um das Tageslicht wiederzusehen? Die merken da hinten gar nichts. Sind die blöd? Hey Jungs, seid ihr blöd? Ich habe irgendwie so das Gefühl. Sagte ich's doch. Catwoman ist hier. Erledigt! Oh Mann, der hat es tatsächlich noch geschafft, dass ich es nicht hinkriege. Mit, ja, den anderen Typen auszuschalten. Kommt schon, gebt auf. Irgendjemand soll aufgeben von euch. Vielleicht du? Nee. Du? Nee. Nein! Hab mich noch erwischt. Oh oh, jetzt sterbe ich dann gleich. Aufpassen. Komm schon. Komm schon, greif an. Oh, das war knapp. Ein Schlag und wir wären draufgegangen. So, Harvey. Komm doch mal her. Wir haben noch ein Wörtchen mit dir zu reden. Hast du uns einfach unsere Sachen geklaut, was? Doofer Two-Face. Schön, dass Hallo, der Boss Dino. Wieder da ist, oder? Ja. Ja, hast du die Ausrüstung gesehen, die er dabei hatte? Hatte er sicher von Catwoman. Er hat Polly B rübergeschickt, damit er das Geheimversteck der Schlampe sprengt. Hoffentlich regnet es mittlerweile über ganz Arkham City kleine, verbrannte Katzenklumpen. Wird hier eine Leere sein? Nicht. Das war blöd, ne? Aua, 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 das tut so weh. Nein. Wir machen dich fertig. Nein, das macht ihr definitiv nicht. Da müsst ihr schon früher aufstehen, Jungs. Ah, Mann. Die hauen aber auch zu, ey. Boah, ich bin schon wieder fast tot. Du wirst mir gehören, Catwoman. Wie schnell das einfach mal geht. Ah, schaffe ich das noch? Es wird knapp. Nein, das war nicht gut. Das war blöd. Eigentlich wollte ich ja den, der neben mir am Boden lag, aber leider stand der genau in dem Moment auf, sodass sie nach hinten gesprungen ist zum anderen Typen. Kann ich das eigentlich unterbrechen, wenn sie auf einen drauf sitzt und ihn ausschalten will? Kann ich das unterbrechen? Habe ich noch gar nicht ausprobiert. Naja, wir hatten auch am Anfang schon wenig Leben, als wir jetzt in diesen Kampf hier eingestiegen sind, deshalb blöd gelaufen. Dafür schaffen wir es jetzt. Schön, dass der Boss wieder da ist, oder? Ja, hast du die Ausrüstung gesehen, die er dabei hatte? Hatte er sicher von Catwoman. Guck mal. Er hat Paul. Au, 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 es tut so weh. Au, au, au. So, einer ist schon mal weg. Wenn ich jetzt das nochmal mache. Schon bald um Gnade betteln, Kommt mal hierher. So, dann kann ich mal den zweiten ausschalten. Nö, es hat nicht gereicht. Das gibt's doch nicht. So, jetzt aber, komm schon. Ja, der ist ausgeschaltet. Sehr gut. Ah, musst du immer so lange haben, Catwoman. Das dauert einfach viel zu lange, bis du mal jemanden hier kalt machst. Naja, sie macht ihn ja nicht kalt. Sie macht ihn eher heiß. Komm schon, komm schon. Ja, sehr gut. Und zack. Na, hat doch schon viel besser geklappt. Ist eigentlich der Pinguin noch hier? Hey, Pingi! Na, als was haben wir uns denn verkleidet? Verpiss dich! Oh, tja, wenn du drauf bestehst. Oh, bevor ich's vergesse. Wenn du nochmal so mit mir redest, erlebst du, wie sich ein armes kleines Vögelchen fühlt, das von einer Katze zerfleischt wird. Bitte tu mir nichts! War nicht so gemeint! Klingt schon viel netter. Siehst du, du kannst auch nett sein, Oswald. Wir sehen uns.
Pinguin, diese Lusche, ey. Das ist voll Schiss. So, wo geht's denn bitte zu Two-Face? Hier lang? Okay, die schleift auch schön über den Boden. Ich habe den Boss noch nie so fröhlich erlebt. Oh oh. Catwoman ist hier. Das sind ein bisschen viele. Und deshalb verziehe ich mich einfach. Tschüss. Hey, ihr seid doch die Vollidioten, als ob ich mit euch kämpfen würde. Nö, kein Bock. Ihr seid viel zu krass drauf. Das würde ich gerne sehen. Nein, natürlich hätte ich euch besiegen können, aber hey, wenn sich der Kampf vermeiden lässt, dann ja, warum nicht? Muss ich eigentlich hin, Mann? Ja, wo ist er denn? Ich weiß nicht mal, wo er ist. Ist der vielleicht in der Iceberg Lounge? Da kann ich doch gar nicht hin, oder? Ich kann mir da hinten die Trophäe holen, aber ob mir das irgendwas bringt? Nee, wahrscheinlich nicht. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob ich hier richtig bin, um hier weiterzukommen. Das ist sehr fragwürdig. Und jetzt hängt die Gute auch fest. Okay, schnell raus und wieder rein. Und jetzt bitte nicht festhängen. Gut. Okay, was mache ich denn jetzt am besten? Wie soll ich denn jetzt da rüberkommen? Hallo? Das kriege ich ja nie hin. Wenn ich wenigstens an den Wänden rumklettern könnte, aber ich glaube, hier geht's nicht weiter. Hä, wie komme ich denn an Two-Face ran? Ich weiß ja nicht mal, wo Two-Face ist. Wird mir auch nicht angezeigt. Bin ich überhaupt hier richtig? Hole im Museum. Ja, hole im Museum. Okay, wir sind im Museum. Aber hier ist nirgends ein Two-Face und sag nicht, wir müssen die da unten besiegen, weil das sind einfach zu viele für Catwoman. Dafür haben wir nicht die nötige Power. Das kann doch nicht sein. Kommen wir hier echt nicht durch? Irgendwie? Kann sie da nirgends weiter rumklettern? Das sieht nicht danach aus, ne? Da oben ist noch eine andere Trophäe. Muss ich jetzt das Let's Play doch mal halbieren, damit ich weiß, wie ich hier weiterkomme, wenn ich wenigstens wüsste, wo Two-Face ist? Oder was gibt es noch für Räume? Ne, hier sind wir eigentlich durch, überall. Hier gibt es keine Räume mehr. Two-Face muss irgendwo hier sein. Dann müssen wir irgendwie hier weiterkommen, definitiv. Aber wo? Zur Decke klettern? Achso, zu dieser Decke. Kommen wir hier denn wirklich nicht weiter? Vielleicht doch hier drin. Ah, hier. Sorry, Freunde. Ich glaube, das war hier nochmal zum Abschluss ein Bildausfall. Aber ich hab's gefunden, Wir kommen weiter. Sehr gut, dann können wir uns doch noch die Sachen schnappen. Da noch nicht wirklich fallen lassen. Das ist keine gute Idee, aber hier... Was glaubst du, wie tief das ist? Tief genug, um einen verdammten Hai reinzutun. Kaum zu glauben, dass Pinguin einen Hai da drin hat. Vorsicht, Catwoman! Mist, ihr habt mich gesehen. Nehmt mal das. Jetzt schnell einen ausschalten. Sehr gut. Zwei werde ich doch noch schaffen, oder? Komm schon, schalt ihn aus. Ah, der hat mich noch hauen können. Das gibt's nicht. Da denkt man, sie hat ihn ausgeschaltet, aber dann doch nicht. Jetzt aber, sehr gut. So, könnt ihr endlich Ruhe geben? Ich will doch nur zu Two-Face und meine Sachen holen. Meine Fresse aber auch. Ihr stellt euch aber auch an, Jungs. So, bist du hier, Two-Face? Oh, er hat Leben, der Two-Face. Gibt's nochmal einen Kampf. Oh, die traut sich. Sie wird zurückkommen, um ihre hübschen, glitzernden Sachen abzuholen. Und wenn es soweit ist, will ich, dass ihr die Schlampe in Fetzen sprengt. Ich freue mich schon drauf, Sir. Gut. Da ist Two-Face. Das ist eure Chance, zu Ruhm zu kommen. Joker ist angeblich tot.
Und wir alle haben gesehen, was mit dem Zwerg passiert ist, dem dieser Laden mal gehörte. Wir sind die Zukunft Arkhams! Wir sind die Zukunft Gothams! Red du nur! Niemand wird sich uns in den Weg stellen! Denn jeder, der es tut, wird von uns entzwei geschnitten! Ja, so hat das auch ausgesehen, aber einer von euch ist schon mal ausgeschaltet. Sucht den weiter. Anderen hole ich mir auch. Könnte bereits hier sein. Oh ja, ich bin bereits hier. Das merkt ihr vielleicht am fehlenden Mann. Der sieht zum Glück gerade weg da oben. Enttäuscht mich nicht, wenn sie hier ankommt. Tötet sie. Ja, bis jetzt klappt das ja super mit dem Töten von mir, ne? Schon drei sind ausgeschaltet und ihr habt noch nichts bemerkt. Sie kommt. Ich kenne sie nur zu gut. Hier drüben, schnell! Hier ist jemand! Oh oh. Findet sie! Lass komm schon, kletter irgendwo hin. Fuck! Oh, der hat einen Raketenwerfer. Alter Schwede, der geht aber richtig ab. Hinter dir! Ah Mist, sie kommen, sie kommen! Aber er hat mich nicht gesehen. Oh Gott, Leute, bewegt eure Ärmsche her! Sofort! Ja, baller du nur rum, Two-Face, das bringt dir nix. Oh, er hat mich gesehen. Sie ist weg! Hat sie verloren! Findet sie! Sofort! Hallo! Oh, das war ein guter Trick. So, jetzt sind nur noch zwei da. Nämlich er und Two-Face. Hallo! Und jetzt zu dir, mein Freund. Hallöchen! Oh ne, das waren noch nicht alle. Fuck! Hier drüben! Ich hab sie! Fuck, fuck, fuck! Da habe ich mich anscheinend zu früh gefreut. Boah! Wie viele sind denn jetzt noch? Ist nur noch Two-Face da? Ich sehe sonst niemanden mehr. Sehr schön, Catwoman. Ja, ich glaube, jetzt ist nur noch Two-Face da, oder? Er schleicht da jetzt ein bisschen rum. Ja, genau, geh da hin. Runter mit dir. So, Freundchen. Bam! Worauf wartet ihr noch? Helft mir! Was? Das sind immer noch Typen? Wo denn? Wo sind hier denn noch Typen? Ich sehe keine mehr. Sind hier noch Typen? Ach, da hinten ist noch einer, tatsächlich. So finden wir sie nie im Leben. Einen Moment, kurz durchatmen und dann suchen wir nach ihr. Ja, such nach mir, komm. Ich bin hier. Bin gleich hinter dir. Und zwar jetzt. Ich hoffe aber, das war jetzt der letzte. Die Schlampe. Wir müssen sie aufhalten. Er kommt, er kommt, er kommt. Da ist ja immer noch einer. Wo kommen die denn alle her? Hallo? Kann doch nicht unendlich von diesen Typen jagen. Das geht doch nicht. Na gut, das ist keine gute Position. War es jetzt das? Kann ich ihn jetzt endlich ausschalten?
Oder muss ich ihn einfach kloppen? Aber ich kann ihn nicht ausschalten. Ich muss abhauen. Oh, doch, man muss ihn kloppen. Sorry, Harf, das ist echt nicht deine Nacht, was? Du sagst mir jetzt, wo mein restliches Zeug ist, sonst kümmere ich mich um die gesunde Seite deines Gesichts. Hab nur die Hälfte genommen. Den Rest hab ich weggegeben. Gewonnen, Schlampe! Das mit den Hälften reicht langsam. Loser. Es bringt dich immer nur in Schwierigkeiten. Hast das jetzt endlich? Sind wir bald durch? Hast es nicht ohne mich ausgehalten, hm? Kann ich verstehen. Es gibt in Arkham City noch einiges zu tun. Viel Erfolg dabei. Ein paar Herrschaften haben beschlossen, sich an meinen Sachen zu bedienen. Ich hol mir alles zurück. Das wäre wohl noch eine Nebenquest mit Catwoman. So, es gibt nämlich jetzt diese Katzen hier in Arkham City. Und bei denen können wir beliebig zwischen Catwoman und Batman wechseln. Und da klingelt ein Telefon, aber auf das habe ich jetzt keinen Bock mehr, ehrlich gesagt. Und ich gehe noch schnell zu Catwoman hier und nehme mal die Kampfpanzerung hier. So, das war's dann aber auch. Jetzt gehe ich aus dem Spiel raus. Denn wir haben es jetzt wirklich gesehen. Jetzt gibt es nur noch Nebenquests. Und wie gesagt, wenn ihr wirklich noch Bock auf Nebenquests habt, okay, dann werde ich mal gucken, ob wir die noch angucken werden. Aber bevor wir jetzt hier das Ganze beenden, gucken wir noch schnell die Charaktermodelle an, die wir so freigespielt haben. Zum Beispiel haben wir hier den coolen Batman. Der muss natürlich einfach sein. Jedenfalls sehr schöne Charaktermodelle. Die Charaktere haben mir sehr gut gefallen. Der verrückte Batman mit dem Hasenkopf, das war schon crazy. Da kriegt man Albträume von, Mann. Was haben wir denn noch? Tim Gordon. Da sieht man es, die Texturen bauen sich erst mit der Zeit auf. Ich glaube, das liegt an der Engine. Kann ich einfach... Nee, ich kann nicht sonst zurückschalten. Das war Jim Gordon. Wen haben wir hier? Ah, den Freezy. Hallo Freezy. Den ich die ganze Zeit Freezer genannt habe. Ich habe zu viel Dragon Ball Z geguckt anscheinend. Weiß auch nicht, warum ich den die ganze Zeit Freezer genannt habe. Bane haben wir auch noch. Den Kraftprotz. Die Augen sind ziemlich krass. Wen haben wir noch? Black Mask. Der spielt übrigens dann die Hauptrolle in Batman Arkham Origins. Da bin ich sehr gespannt auf ihn. Ist auch ein interessanter Typ. Clayface haben wir auch noch. Da hat man es auch wieder schön gesehen, wie sich die Texturen erst nach und nach aufgebaut haben. Ist auf jeden Fall auch ein cooler Gegner. Und wen haben wir hier? Mad Hatter. Den verrückten Hutmacher. Ja, der sieht auch ziemlich verrückt aus, der Jarvis. Wo ist Alice? Und Clayface Joker. Da haben wir einmal den Original Joker, der echt nicht mehr schön aussieht. Guckt euch mal die roten Augen an. Krass. Und dann hier den Clayface Joker. Das war auf jeden Fall eine coole Idee von den Entwicklern. Definitiv. Das war eine ziemliche Überraschung. Man war voll verwirrt, warum Joker plötzlich gut aussieht und irgendwie nicht. Tja, natürlich, wer sich ein bisschen besser im Universum auskennt, ist vielleicht auf Clayface gekommen. Also ein Titan-Typen hier. Oh Mann, das war der größte Fail in meiner Let's Play-Karriere. Meine Fresse aber auch. Das war echt peinlich, das Ganze. Ach du Kacke, hier haben wir eine alte Catwoman. Oh Gott, zum Glück hat sie nicht dieses Kostüm gekriegt. Das ist ziemlich grauenhaft. Was steht denn da? Catwoman Zeichentrickserie. Ja, so hat sie in der Zeichentrickserie ausgesehen. Das lange Halloween. Naja, das ist jetzt auch nicht so geil. Muss auch nicht unbedingt sein. So, ich glaube, das haben wir hier alles gesehen. Dann gibt es noch diese Riddler-Dinger hier.
Das sind dann so kleine Missionen wie schalte 5 Gegner aus zum Beispiel oder so. Können wir auch machen, wenn ihr Bock habt. Muss jetzt vielleicht nicht unbedingt sein. So spannend ist das nicht. Wir haben hier noch ein paar Entwürfe. Natürlich. Was hier haben wir denn noch? Die Handlanger. Der Riddler, der hier auch sehr cool war eigentlich. Joker und... Joker. Ich meine natürlich Batman und Pinguin. Hier haben wir ein paar mehr. Aha. Der sieht ein bisschen wie der Nussknacker aus, der rechts. Ja, hier die Assassinen. Und diese blöden Puppen. Der Tod des Jokers, der war ziemlich krass, wie ich fand. Alter, das sieht ja mega creepy aus. Was haben wir noch? Ah, Mad Hatter hier. Auch eine coole Idee. Also, die Nebenmission mit Mad Hatter wiederum war sehr geil. Aha, so der Würfel von Dings. Achso, so kann ich gleich die Seite wechseln oder so. Von Riddler. Gotham Skyline, auch sehr schön. U-Bahn-Zugang. Bis man den mal findet, ey. Da in der U-Bahn-Station. Oh, was haben wir hier noch? Großes Finale. Ah ja, das ist auch cool, im Kino drin. Und das sieht so ziemlich cool aus mit dem Schatten. Was haben wir hier? Das GCPD-Gebäude, der Polizei, Mr. Freeze Labor. Alles vereist. Sonst noch was? Nee, das war's hier. Die Catwoman-Episode haben wir gespielt. Das war ja ein neues Spiel. Plus, ja, ich glaube, dann haben wir es wirklich gesehen. Das hat jetzt 1 Stunde 11 Minuten gedauert. Ein bisschen eine lange Folge, aber es war jetzt auch die letzte. Außer ihr wollt natürlich noch mehr von den Nebenquests sehen. Ja, vielen Dank fürs Zugucken nochmal an dieser Stelle. Wer vor allem gerade die letzte Episode hier ganz durchgeguckt hat. Super. Freut mich natürlich und ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten LP auch wieder mit dabei und später dann bei Batman Arkham Origins. Und ich kann euch jetzt nur noch einen schönen Tag wünschen, Freunde. Wir hören uns. Bis dann.